Morgen Leute, hier ist Homo von der Art. Das hier ist Gasless. Das kommt diesen Monat raus auf allen Plattformen. Ich teste es gerade auf der Pico. Inhaltlich dürfte es aber überall dasselbe sein. Tippmenü, hier kann man deutsche Sprache und englische Untertitel einstellen. Es geht tatsächlich auch noch, Entschuldigung, genau umgekehrt, Niederländisch, Japanisch und weiß der Geier. Lautstärke kann man einstellen. Dann hat man hier eine Datenbank mit Elementen, die man mit der Zeit im Spiel findet, ja, damit man so einen Überblick hat. Ich bin gerade Weltrang 2. Good luck! Und hier kann man sich dann für die Ingame-Währung Verbesserung kaufen. Ich glaube, ich erhöhe mir mal mein Schild. Pilgrim? Very nice! Und während wir mit einer Art Lore rückwärts durch eine Wüste fahren und Schrott sammeln müssten, indem wir auf Ballon schießen, werden wir einfach von den namensgebenden Gaslern angegriffen und müssen uns mit einem kleinen Schild, den wir haben, verteidigen. Gucken wir mal rein. Ah, the Doohickey Desert. Da ist eine, das ist eine Art Madpack, ja? Und hier ist Munition. Die muss man sich ständig rausnehmen und dann diesen am Anfang etwas armseligen Strahl abschießen. Jetzt das Schild. Ach ja. Und auch nicht vergessen. Man kann natürlich rausweichen, wenn man kann. Und auch bitte Schrott einsammeln, ja? Ah. Pferde. Okay, erste Welle vorbei, dann kriegt man auch mal irgendwelche random Verbesserungen. Die Tasten, ich weiß nicht, ob mir das hilft. Growing stronger. Yay. Incoming. There you go. Holy. Ja, hat geholfen. Scheiße. Muss auch immer auf die Umgebung achten. Manchmal sind hier Bomben auf der Strecke. Oh, das war ganz gut. Ich habe jetzt gerade zwei Autos geplättet, weil das eine mit seiner Explosion das andere in den Spruch gerissen hat. Sehr schön. Oh. Was gibt's jetzt? Time for an upgrade. Nehmen wir doch den jetzt. Love that one. Hear that? Ey. Ah. Ich vergesse immer, den Schild wieder auszuschalten, weil der sich nämlich auch von Zeit zu Zeit abführen muss. Shit. Jetzt wird es schon ein bisschen troublig hier, finde ich. Schade. Yes. Alarm am Geräusch am Ende brauche ich wirklich nicht. Okay, ich bin schon ein bisschen weitergekommen bisher, aber irgendwie hat es mich verlassen, mein Glück. Ich finde es gerade überhaupt nicht amüsant, sondern nur anstrengend. Im Prinzip macht das Spiel alles richtig. Ne? Ich weiß nicht, wie sehr es darauf angewiesen ist, dass man... Make me proud, Pilgrim! Labe.
So, ich habe jetzt nicht viel gespielt, aber ich mache jetzt mal ein Fazit nach einer halben Stunde, denn mir geht die Puste aus. So, das bedeutet, mir persönlich macht das Spiel keinen Spaß, ich finde es einfach nur anstrengend, aber das ist eventuell einfach eine Problematik, dass ich dieses ganze Multitasking nicht so richtig mag. Im Prinzip macht er hier alles richtig, ja, man ist beschäftigt, man hat ein Progression-System, auch während des Spiels selber kann man Sachen ausnutzen, wie zum Beispiel, dass wenn man ein Auto explodieren lässt, wenn ein anderes in der Nähe ist, dass man dann die beiden erwischt etc. Das sind schon schöne Momente. Ich weiß nicht, ob es an der schlaffen Gun liegt. Ja, hier kommt ja am Anfang so ein Strahl raus. So ein Witt. Und das macht mich fertig. Man muss 10-mal oder so einen Gegner treffen, bis der endlich explodiert. Das fühlt sich alles so träge an. Es kann gut sein, dass das genau der Effekt ist, dass ihr die Waffe nach und nach auflevelt und im hinteren Geschehen des Spiels das dann sich mächtiger und geiler anfühlt. Aber mich macht das gerade fertig. Das ganze Multitasten ist halt tatsächlich für mich privat auch nicht so das Ding. Ja. Ich mag mich auf eine Sache konzentrieren. Das finde ich gut. Und ich halte immer das Schild fest und vergesse es wieder loszulassen und dann habe ich beim nächsten Mal, wo ich es brauche, keine Energie. So, ist meine Schuld, ist nicht des Spieles Schuld. Das macht eigentlich alles richtig. Die Grafik ist eigentlich auch sehr nett mit seinem Borderlando-esken Eindruck hier, mit den dicken Outlines und so. Ich habe nichts dagegen, aber es ist nicht meins. Ja? Ich habe seit 2016 tausende von Wave-Shootern gespielt und am Ende ist das auch wieder einer von denen. Mein Favorit war und ist, glaube ich, bis heute dann einfach Blasters of the Universe. Das hatte auch so einen Bullet-Hell-Charakter und hat irgendwie nicht so genervt. Da ging es nur um Skills und ein bisschen Sachen. Ich habe das jetzt allerdings auch im Sitzen gespielt. Deswegen ist man sehr auf das Schild angewiesen, wenn einem immer diese Kugeln ins Gesicht fliegen. Jetzt habt ihr es gesehen, jetzt kennt ihr meine Meinung. Wenn ihr auf so einer Highscore-Geschichte steht, und ich glaube, hier kann man Spaß haben, wenn man das Spielprinzip mag, dann ist das zumindest ja alles sehr gut verarbeitet. Ich teste das ja jetzt stellvertretend auf der Pico. Ich denke mal, auf der PlayStation VR wird es dasselbe sein, nur mit ein bisschen schärferer Grafik. Vielleicht habe ich auch die Gelegenheit, da nochmal kurz reinzugucken, dann mache ich nochmal einen schnellen Techniktest. Aber inhaltlich sollte das alles dasselbe sein. Also, Gazelers kann man mögen, meins ist es nicht. So, sag mal, was ihr drüber denkt. Schreibt mir das in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Damit bin ich erstmal raus. Vergesst das Däumchen nicht. Stairs and Mutants and Mofan VR. Reload! Immer furchtbar. Tschüss. Live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen. Also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN. Hier gibt's heute kein Schnitzel. Alter, was geht, Mann? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo. Ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mofan VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Tenzin Mofan VR.